Ja, schönen guten Tag. Also mein Name ist Thorsten Weiß, gehört zum Agro-Team Meschede. Im Hintergrund ist unsere Skybolt, eine von unseren 6 Maschinen. Wir sind insgesamt, wie gesagt, schon 6 Flugzeuge. Wir haben eine Skybolt, diese hier, 2 Pizzen, 2 Stampen und ein Segelkunstflugzeug, die Pilatus B4. Ganz besonders dabei ist die Stampen, die sind ziemlich alt schon, Baujahr 1946 und Baujahr 1947, sind also die Oldtimer bei uns im Team. Und bestehen tut unser Team insgesamt aus 7 Piloten. Und wir machen also Formationskunstflug, Einzelkunstflug, Wettkampfkunstflug, nehmen an deutschen Meisterschaften teil, den hessischen Meisterschaften, die wir dieses Jahr auch gewonnen haben. Und sind natürlich dann wie hier in Meschede stationiert, machen hier unseren ganzen Kunstflug, unser Training, gehören auch zum LSV Meschede, zum Verein mit dazu und haben halt viel Spaß am Kunstflug. Wir fliegen Loopings, Rollen, Turns, kubanische Achten, da fliegt man eine Acht am Himmel. Und das Ganze machen wir dann mit Rauch dabei. Und der Rauch wird erzeugt, indem wir Paraffin in den Auspuff einsprühen, was biologisch abbaubar ist. Man kann es sogar trinken, als Salatöl benutzen. Und dadurch kann man immer die Flugfiguren schön am Himmel nachvollziehen. Wie gesagt, wir machen das Ganze in Formation und wir fliegen hauptsächlich zu 3 Maschinen. Das sind also die Skybolt und die beiden Pizzen. Und fliegen dann zusammen Loopings, Rollen, Turns und versuchen die ganze Box am Flugplatz auszunutzen. Die sogenannte Box, wo ich gerade drauf sprach, das ist also ein imaginärer Kasten, kann man sich vorstellen, der über dem Flugplatz sich befindet. Der hat Kantenlänge von 1000 Meter lang, 1000 Meter breit und 1000 Meter hoch. Innerhalb dieser sogenannten Kunstflugbox machen wir dann unser Kunstflugprogramm. Mr. Akku-Team, ihr habt Startfreigabe auf der Startbahn 22. Euer QNH ist 1020. Viel Spaß!
Doch, ist mal da. Ist alles in Ordnung mit der Kamera? Ist wunderbar. Guck, man sieht von vorne sogar ein rotes Licht. Das habe ich von vorn gar nicht gesehen. Hat wunderbar gehalten. Da bin ich ja mal gespannt. Was? Sogar die gerissene Rolle. Alles wunderbar drin geblieben. Aber weißt du, was nichts ist? Mir weggerollt. Da habe ich nichts mehr gesehen. Nichts mehr gesehen, ja. Das ist das, was ich vorhin meinte, weil ja, ja. Wir anrollen. Ist aber auch besser, wenn man einen Perlmann macht. Ja. Das sieht schöner aus. Ja, lass mich mal so was vorstellen. Und am besten von vorne weggehen. Ja, wir gehen dann. Ja. Deswegen am besten ruhig am Ende der Bahn stehen. Dann kommen wir einfach direkt drüber. Ja, bleibst du nicht so hoch. Nee, nee. Bist du so auf 3-4 Meter oder 5 Meter so auf? Ja, so ein Dreh. Sie sahen eine Sendung von Hundemlende TV, Ihrem Stadtfernsehen im Internet.